volle Konzentration auf die Kandahar. Bei der Abfahrt rasen die schnellsten Männer durch den Eishang, ungebremst, in den freien Fall. Wer holt heute das Abfahrtsgold der Männer? Die Entscheidung gleich. Und wir haben dich verkabelt mit der modernsten Technik. Hier sehen wir das gerade nochmal. Was genau wird da alles verklebt? Ja, da habe ich 3 Sensoren bekommen, welche den Puls sowie meine Stresswerte messen sollen. Das ist sehr spannend, das war sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Lieber Marco, und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir haben nämlich die Werte auch aufgezeichnet und wollen sie Ihnen, liebe Zuschauer, auch nochmal präsentieren. Am Start. Faszinierender Puls ist schon über 170 beim Start und wir sehen da der rote Balken unten, das heißt Stress. Der Stress, das heißt, wenn ich nicht mehr locker bin. Der grüne Balken wäre der Flow-Zustand, locker, rot heißt Stress und das bedeutet Wahrnehmungsstörungen oder halt eingeschränkte Wahrnehmung, sowie die Feinmotorik setzt auch ein bisschen aus. Ein bisschen. Dann fahren wir hier, sieht man auf den Bildern, das ist die Anfahrt zum Trögelhang und hier steigt der Stresslevel gleich wieder, weil es wird steil und es war damals sehr eisig, als ich gefahren bin. Und ja, das ist sehr faszinierend, diese Werte so anzuschauen. Und wenn wir immer über diesen freien Fall sprechen, mit diesen 92% Gefälle, da bin ich wirklich ehrlich gesagt mal gespannt, wie da dein Stressfaktor ausgesehen hat. Das hast du auch noch vorbereitet. Ja, das habe ich auch noch vorbereitet. Hier die Kurven, die das Tempo stark einbremsen vor dem freien Fall. Lustigerweise, das hat mich auch erstaunt, die Stresswerte waren nicht so hoch. Also ich war relativ entspannt, obwohl Sprung ging auch weit für mich. Und wie man sieht bei den Bildern, ich habe da schon ein bisschen gepusht, ich ging in die Hocke. Stresswert nicht hoch, aber wenn wir den Puls nochmals anschauen, vom Start bis ins Ziel immer über 170 bis 180. Vergleichbar sind diese Daten, das wollen wir den Zuschauern auch noch sagen, mit denen der Fahrer, die heute hier gleich an den Start gehen werden.